Blumen für die Opfer von Nizza in der Mitte von Berlin. Die Fahnen vor der Botschaft tragen Trauer, Halbmast. Gestern wurde hier noch der Nationalfeiertag zelebriert. Heute erhöhte Sicherheit vor der französischen Botschaft am Pariser Platz. Echt grauenvoll. Unglaublich, ja. Wir fliegen am Sonntag nach Nizza. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen aufgeregt. Wir sind häufig in Südfrankreich, aber jetzt kommt der Terror immer näher. Es ist einfach nur traurig. In Frankreich gibt es nun immer wieder Anschläge. Wir wollen unsere Trauer und unser Mitgefühl ausdrücken. Eigentlich sollte hier, direkt vor dem Brandenburger Tor am Freitag, ein deutsch-französisches Fest stattfinden. Dieser junge Mann hilft mit beim Aufbau. Er ist Moslem, tief erschüttert. Es ist verdammt schlimm. Aufgrund, dass mich natürlich dann auch mit reingezogen wird. Ja. Mich sieht man dann eher als böse an, obwohl ich hier ganz normal meinen Job mache, einen deutschen Pass habe und ja, die deutsche Sprache in dem Fall perfekt beherrsche. Der Veranstalter hat entschieden, heute kein Fest. Es soll getrauert werden. Aber am Samstag wird am Pariser Platz gefeiert. Der Terror soll und darf nicht siegen.